Frühling in Paris, der Stadt der Liebe. Aber die Blumen im Tuileriengarten kann man im Netz leider nur sehen, nicht riechen. Genauso wie die leckersten Croissants der Stadt. Google Nose, der digitale Riechservice, 2013 angekündigt, war leider nur ein Aprilscherz. Muss das eigentlich so bleiben? Nein, muss es nicht. Zumindest nicht, wenn es nach Antoine Maillet geht. Seine Firma hat zusammen mit Harvard-Ingenieuren das O-Phone entwickelt. Ein Bluetooth-Gerät, mit dem Gerüche online verschickt werden können. Ihre Zuschauer können nicht riechen, was in diesem Raum geschieht. Demnächst wird das anders sein. Sie können hierher kommen, damit herumspielen, es mit ihren Zuschauern sharen und sie werden diese Erfahrung mit ihnen teilen. Die sogenannten O-Chips enthalten Kartuschen mit mehreren Duftstoffen. Sie setzen Aromen frei und kombinieren diese zu komplexen Gerüchen, ganz so, wie es ihnen die Nutzer vorgeben. Bis Ende des Jahres soll ein kleineres Modell des O-Phones in den Handel kommen. Mit einer Smartphone- und Tablet-App werden die Nutzer dann eigene Duftkompositionen erstellen und abspielen können, wie Musikstücke. Sie werden auch Fotos mit dem Geruch des Meeres oder dem Duft eines Geburtstagskuchens taggen und verschicken können. Oder Sie verwenden das O-Phone einfach als digitalen Duftbaum. Das zumindest ist das Ziel von Mai. In Japan gibt es schon längst Apps, mit denen sich zum Beispiel verliebte Teenager Rosendüfte schicken können. Dazu müssen sie allerdings jeweils Kartuschen mit einem bestimmten Duftstoff an ihren Handys anbringen. Das O-Phone hingegen soll durch seine kleinen Duftkapseln bis zu 70.000 verschiedene Gerüche abbilden können. Allerdings, auch das sind immer nur Imitationen von Düften. Den Schnappschuss eines Geruchs einfangen kann das O-Phone bisher nicht. Strawberry ice cream smell in my nose. If we can have good senses. Mit guten Sensoren glaube ich, dass es klappen kann. Verläuft die Entwicklung der Sensoren weniger gut, wird es sich vielleicht nicht durchsetzen. Also ist die Entwicklung der Sensorik sehr wichtig, denke ich. Wir möchten in Zukunft mit quasi-biologischen Sinnesorganen arbeiten, mit denen man die Eigenschaften des menschlichen Geruchssinns nachahmen kann. Professor Nakamoto experimentiert dafür mit dem Riechorgan der Fruchtfliege Drosophila. Die ist auch das Fachgebiet des Zellphysiologen Clemens Störtkuhl von der Uni Bochum, der Hochburg der deutschen Riechforschung. Der Geruchssinn der kleinen Fliege ist nämlich ähnlich komplex wie der des Menschen. Und der kann immerhin 1 Billion Duftstoffe erkennen, im Vergleich zu nur 7 Millionen Farben und 350.000 Tönen. Wenn wir jetzt eine elektronische Nase uns vorstellen, so wie wir sie haben und besitzen, mit all den Fähigkeiten, bestimmte Substanzen zu erkennen, da stellt sich dann die Frage, wie kann ich solche Substanzen an der anderen Seite überhaupt generieren, so schnell in einer kurzen Zeit? Ich müsste also diese Billion von Duftstoffen auf der anderen Seite immer kontinuierlich zur Verfügung stellen, damit ich auch diesen Dufteindruck vermitteln kann, den derjenige hat, der diese Substanz über das Internet verschickt hat. Die japanischen Forscher arbeiten darum mit Order Approximation, Näherungswerten. Auch O-Phone-Miterfinderin Rachel Field glaubt an die Kraft des Ungefähren. Physiologically. Damit jemand einen Geruch erkennt, braucht man physiologisch nicht 100% der Düfte, die dazugehören. Wenn wir 70-80% eines Keksgeruchs liefern, erledigt das Gehirn den Rest. Noch mag uns ein duftendes Internet überflüssig vorkommen. Aber wie das mit vermeintlich nutzlosen Dingen manchmal so ist. Sind sie erst mal da, können wir sie uns am Ende gar nicht mehr wegdenken.